Nervige Facebook-Nutzer im Real Life. Wollen wir spielen? Wollen wir? Hey, sag mal, hast du kurz eine Minute Zeit? Frisch geduscht und ab ins Bett. Gute Nacht, meine Süßen. Ich möchte euch auf folgende Veranstaltung einladen. Und zwar erstens, der Büchermarkt in Österreich um 14 Uhr morgen sucht noch Gäste. Zweitens zu einem Konzert einer unbekannten Band in einem unbekannten Vorort, in einer unbekannten Location, zu einer noch unbekannten Zeit. Und drittens, da wir alle Online-Aktivisten sind, die niemals im Real Life demonstrieren würden, hier die Einladung zu einer Petition: 20.000 Likes gegen Hohlbirneritis. Naja, auf jeden Fall wirkt das alles sehr demotivierend und hoffnungslos. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Plus Landschaftsbild. Ich bin nicht perfekt. Ich bin ein Mensch. Wahre Freunde wissen das und lieben mich so, wie ich bin. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Posten. 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 Absolut realitätsnah. Oder etwa nicht. Ja, Überraschung, ich habe es doch geschafft, diesen Freitag ein Video hochzuladen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen, teilt es mit allen, die sie sehen wollen, besonders auf Facebook. Und die Leute, die euch besonders nerven, taggt sie einfach in diesem Video, damit sie wissen, dass sie einer dieser Menschen sind, die rumnerven. Ja, und wenn ihr selber schuldig seid, einer von diesen Typen gewesen zu sein, postet das in den Kommentaren und lasst es mich wissen. Denn ja, ich bin wahrscheinlich auch einer dieser Personen, aber ich glaube, ich kriege jetzt gerade echt Redeflaschen. Hör lieber auf. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Habt eine schöne Woche und au revoir.